Der Beitrag vom Erzgebirgischen Pferdetag und Zwönitzer Erntedank wird präsentiert von der Bergstadt Zwönitz. Traditionen sind unsere Leidenschaft. Die Kirche ist geschmückt, man trifft sich zum Gottesdienst. Tiere sind inmitten des Zwönitzer Stadtzentrums zu finden. Händler bieten die frischen Waren aus dem aktuellen Erntejahr zum Kauf an. Und auf dem Markt wird ein Fass Bier angestochen. Kommt das alles zusammen, ist Erntedank in der Bergstadt Zwönitz. Und für die Ernte kann man 2022 auch wirklich dankbar sein. Denn vielen wird der vergangene Sommer als ein überaus heißer und vor allem trockener Sommer in Erinnerung bleiben. Ein Sommer, der vor allem den Landwirten so einiges abverlangte. Dennoch ist auch im Erzgebirge vieles gewachsen. Hobbygärtner freuen sich über eine reiche Ernte. Auch auf den Feldern sind Früchte gereift, die das nächste Jahr für unseren reich gedeckten Tisch sorgen und unser Vieh mit Futter nähren. Das Erntedankfest darum eine Einladung, Danke zu sagen und sich über die Ernte mit einem Fest zu freuen. Und so nutzten viele Besucher am Wochenende des 24. und 25. September die Möglichkeit, durch die Zwönitzer Innenstadt zu schlendern, tolles Theater und handgemachte Musik zu genießen, einen einzigartigen Umzug zu bestaunen und auf dem Reitplatz in Kühnheide ein großes Schauprogramm zu erleben. Zwönitz feierte Erntedank und Pferdetag. Die von den Kühnheider Frauen festlich geschmückte Trinitatiskirche lud das gesamte Wochenende zum Verweilen ein. Höhepunkt der Feierlichkeiten, der Festgottesdienst am Sonntagmorgen, dem auch Landrat Rico Anton, Bürgermeister Wolfgang Triebert mit Gattin und die Milchprinzessin Paula Schulze beiwohnten. Auch Pfarrer Michael Tetzner fand Worte des Dankes und rief in Erinnerung, dass wir alle in einem reich beschenkten Land leben und aufgerufen sind, abzugeben. Die Kollekte des Gottesdienstes in Höhe von 1.280 Euro ging in diesem Jahr an die Projekte Brot für die Welt, Satt trotz Dürre im südlichen Sambia und an ein Kinderheim in Sakai, Litauen. Die Erntedankgaben wurden an das Meisterhaus in Annaberg-Buchholz gespendet. Die Einrichtung versorgt unter anderem bedürftige Kinder mit einem warmen Mittagessen. Der traditionelle Fassbieranstich gehört am Sonntag nach der Kirche fest zum Erntedankprogramm. Wie Braumeister Dominik Naumann von der Zwönitzer Brauerei sagte, habe er sich diesmal für sein helles Bier entschieden, das noch relativ neu im Sortiment ist. Der Schirmherr der gesamten Veranstaltung, der neue Landrat des Erzgebirgskreises Rico Anton, hatte die Ehre, das Fass anzustechen. Zwei Schläge reichten und einer zur Sicherheit noch obendrauf. An diesem Gummiwagen und das schöne Schild. Und Tina Österreich hat sich natürlich auch eine attraktive Beifahrerin gesucht. Auf dem Reitplatz in Kühnheide erwarteten schon tausende Besucher den Festumzug und freuten sich auf ein hochkarätiges Schauprogramm der Pferdefreunde. Der 29. Erzgebirgische Pferdetag ist eine gemeinsame Veranstaltung der Pferdefreunde aus dem obererzgebirgischen PZV Ehrenfriedersdorf e.V. und dem Zwönitzer Pferdezucht- und Sportverein e.V. 12 Schaubilder waren liebevoll vorbereitet und einstudiert, darunter Themen wie Hopfen und Malz, Gott erhalts, ein Reiterspiel, das Hindernisfahren der Kaltblüter und die Post im Wandel der Zeit.
Doch ein Gewitter zog sich über Zwönitz zusammen und entlud sich mit Blitz, Donner und reichlich Regen über dem Festgelände. Die Veranstalter mussten das Schauprogramm abbrechen. Zurück in Zwönitz. Ist Erntedank, dürfen besondere Exponate nicht fehlen. Solche hatte Heiko Kretschmar aus dem Ortsteil Brünnlos mitgebracht. Denn seine Initialen stehen auch für Produkte aus ganz edlen Hölzern. Wir sind also von Anfang an dabei und jedes Jahr bei jeder Wettercup-Niole hier haben wir unseren Stand. Und jetzt bei herrlichem Herbstwetter eben wieder. Ne? Wir befassen uns eben mit ganz normaler Möbeltischlerei, ganz individuell. Und ich habe wieder ein paar Sachen aus meiner Ausstellung in Brünnlos hier mitgebracht, die mal ein paar Besonderheiten zeigen. Ein paar besondere Hölzer, was meine Leidenschaft eigentlich ist. Besondere Hölzer und daraus manchmal verrückte, besondere Sachen zu bauen. Ne? Wie man hier eben sieht, haben wir uns dem Thema Weinfass jetzt mal zugewandt. Das Weinfass besteht aus Fassdauben. Das sind die Bretter, aus denen das Weinfass besteht. Und daraus kann man eben auch mit ein bisschen Kreativität interessante Sachen machen. Hier ist ein Stuhl entstanden aus diesen Fassdauben. Es wird noch einen Tisch geben, ne? Den werde ich in nächster Zeit bauen. Hier haben wir verschiedene Altholzgeschichten, einen Leuchter aus Altholz. Hier haben wir was Kurioses, eine Baumscheibe von der Mooreiche, 15.000 Jahre alt. Solche Dinge sind eben, sagen wir mal, die Rosinen im Handwerk, ne? Die Besonderheiten, die exklusiven Einzelstücke, die daraus eben entstehen. Das Holz ist schließlich auch irgendwann mal gewachsen und wurde dann geerntet. Doch Heiko Kretschmar war diesmal weniger umringt von Händlerkollegen als noch vor Jahren. Auch viele Besucher haben in diesem Jahr die liebgewonnenen Direktvermarkter schmerzlich vermisst. Eingeladen waren sie alle und nein, auch die Standgebühren wurden nicht erhöht. Allerdings sind 2 Jahre Pandemie an der Berufsgruppe der Markthändler nicht spurlos vorbeigegangen. Viele haben sich neue Wirkungsstätten gesucht und für in Rente gegangene Händler gibt es kaum Ersatz. Natürlich wünschen sich auch die Veranstalter in den nächsten Jahren wieder mehr Direktvermarkter. Bewerbungen dafür können jederzeit im Rathaus eingereicht werden. Der Beitrag vom Erzgebirgischen Pferdetag und Zwönitzer Erntedank wurde präsentiert von der Bergstadt Zwönitz. Traditionen sind unsere Leidenschaft.